Das ist eine Konsequenz aus den Terrorattacken und dem Amoklauf. Streifenpolizisten, die ja immer als Erste vor Ort sind, können sich ab sofort mit einer zusätzlichen Ausrüstung besser schützen. Sie besteht aus einem Schulterüberwurf, einem Unterleibschutz und einem Helm und soll auch den Beschuss durch Sturmgewehre standhalten. Zusätzliches Gewicht rund 20 Kilogramm. Außerdem: Wir sind auch dabei, neue Dienstwaffen, neue Pistolen anzuschaffen, mit einer größeren Magazinkapazität. Unsere bisherige hat lediglich 8 Patronen im Magazin und später sollen das auch entsprechend mehr werden. Und unsere Waffe ist schon doch in die Jahre gekommen und da ist auch ein neues Modell dringend nötig, das jetzt auch vorgezogen wurde. Im Spätsommer beginnt eine ausführliche 3-monatige Testphase mit den 3 Modellen, die es in die Endausscheidung geschafft haben. Die Ausrüstung ist aber nur eines von zahlreichen Themenpaketen, die die Münchner Polizei nach dem Amoklauf zur Nachbereitung geschnürt hat. Eines davon betrifft Zivilpolizisten. Wir haben ja jeden Tag zivile Kollegen unterwegs, draußen im Einsatzraum. Und mit als Erstes waren auch 2 Kollegen in Zivil dort, die wohl nicht erkannt worden sind. Das ist ja auch eine größere Entfernung gewesen. Und die wurden als vermeintliche Täter mit uns gemeldet. Wir sind dabei, leichte Möglichkeiten zu finden, leichte Überziehwesten, was auch immer, damit sich die Kollegen sehr schnell zeigen können, damit sie auch erkannt werden als Polizeibeamte, damit nicht ein Missverständnis bei der Bevölkerung da auftaucht. Eine weitere Konsequenz betrifft die Kommunikation der Polizei untereinander. Ein interner Messenger wurde entwickelt, dessen Daten auf einem gesicherten Polizeiserver liegen werden. Denn über Funkgeräte lassen sich nun mal keine Fotos übermitteln. Wir hatten ja in den sozialen Medien das Bild vom Täter, wie er aus dem McDonald's rausgekommen ist. Und dieses Bild, wenn man das jetzt nehmen kann, kann es an alle Einsatzkräfte verschicken, dann hat man einen ersten Hinweis auf einen möglichen Täter, wie er ausschaut. Weil ansonsten fahnden es im Raum und wenn jemand dann sich ohne Waffe bewegt, wenn er die erledigt hat, dann können es den auch sehr schwer finden. Und von den Beschreibungen her wissen wir ja selber, dass die manchmal etwas abweichen von der Wirklichkeit. Aktuell sind bereits 218 Smartphones mit diesem Messenger ausgestattet. In etwa 3 Wochen sollen über 400 Streifen dann auch über diesen Weg Fotos von gesuchten Straftätern übermittelt bekommen.